3. Februar 2014. Wir schreiben das Handwerksgewinnspiel Nummer 48 meinerseits. Ja, wir nähern uns langsam der großen 50er-Zahl. So, was müsst ihr denn dieses Mal tun, wenn ihr wirklich atemberaubende Handwerksprodukte wieder gewinnen wollt? Also die Preise an Handwerksprodukten, die ist dieses Mal wieder sehr, sehr hoch, wie ich doch finde. Und zwar nicht so schwer. Ihr müsst einfach nur hier beantworten bei diesem kleinen kurzen Rätsel, wie viele Tiere sich denn auf diesem Bild hier befinden. Also nicht die Arten, sondern Tiere, sprich hier 1, 2, 3 und nicht eine zählt für die Maus hier einmal, sondern die wie viele Tiere hier jeweils. So einfach, dass ihr die Frage auf diese Antwort plus euren Famaingen-Nicknamen auch hinterlassen. Hier in die Comments, ihr könnt teilnehmen. Entweder wie gewohnt auf meiner Seite mikigangfreak.wordpress.com oder ihr nehmt teil auf famaramabook.de, wo ihr teilnehmt, das bleibt schlussendlich dann eben auch euch überlassen. Auf YouTube ist es, ich erwähne es auch hier an dieser Stelle nochmal gerne, weil es dann trotzdem immer und wieder mal vorkommt, dass man in die YouTube-Comments dann auch wieder reinschreibt. Ist leider nicht möglich, also entweder hier auf famaramabook.de oder auf meiner Seite. Da könnt ihr teilnehmen, die Regeln sind auch wie gewohnt eben, dass ihr natürlich euch nur einmal am Gewinnspiel beteiligen dürft, sonst seid ihr vom Gewinnspiel disqualifiziert, ausgeschlossen. Gewinnspiel geht auch wie jedes Handwerksgewinnspiel von mir, dann immer rund eine Woche, also bis zum kommenden Freitag dann, also Anfang der Woche bis Ende der Woche und dann am Wochenende ist ihr wieder wie gewohnt immer Wochenendgewinnspiel auf meiner Seite. Ja, dann haben wir den 7.2. ist dann der Freitag und wie immer bis 20 Uhr aufgelöst. Die Auflösung dann, die kommt dann einen Tag später dann eben am Samstag. Gut, dann kommen wir natürlich noch zu den Preisen. Was gibt es denn zu gewinnen? Ihr könnt es auch hier schon sehen. Und zwar gibt es für den 3. Platz mal einen Mango-Orange-Smoothie. Alle Bahamarama freuen, sie werden sich freuen. Der bringt 7500 Bahamarama-Erfahrungspunkte hier einmalig, wenn man ihn denn lecker verspeist. Oder man verkauft ihn auf dem Markt für knapp 30.000. Muss bin ich aktuell bei mir. Für den 2. Platz gibt es auch ein Bahamarama-Produkt. Und zwar einen Yellow Coconut. Der bringt auch einiges auf den Markt, wie man hier sieht. 87.000 muss bin ich. Oder wenn man ihn persönlich dann nutzt, plus 2 Erntebonus für das Bahamarama Gemüse, hat den Steckplatz für die Kategorie Diamant, denn gibt es 8 Stunden hier diesen Bonus und natürlich, dass die Farmfreunde hier auch noch auf ihre Kosten kommen, gibt es auch noch ein tolles Farm-Handwerksprodukt und zwar den Winzerkranz, der ist auch über 100.000, zumindest bei mir, weiter und bei euch wird es nicht viel weniger oder mehr sein. Auf dem Markt, also auch einiges an Moosbinde entweder verkaufen oder nutzen, bringt dann tolle mehr EP für Sonnenblumen, 50% mehr für 10 Stunden Steckplatz für Kategorie Silber. Gut, damit war es das mit diesem ganz kurzen Infovideo. Nochmal erklären, was hier alles tun müsst und so weiter und so fort. Wie gewohnt immer zu meinen Handwerksgewinnspielen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch beteiligt und ja, ihr könnt was Tolles gewinnen. Also nehmt doch teil, es lohnt sich auf jeden Fall. Mit etwas Glück seid ihr einer der drei, der etwas gewinnt. Gut, alles natürlich könnt ihr nochmal nachlesen, natürlich auch hier auf meiner Seite oder famaramabook.de. Dann viel Glück, viel Spaß beim Suchen und eine schöne Woche wünscht euch Mega Game Freak. Ciao.